Nach einiger Zeit habe ich den STB-1 mal wieder entdeckt. Bin ein paar Gefechte mit dem gefahren, habe jetzt auch hier diese experimentelle, das experimentelle Equipment eingebaut. Auch schon seit ein paar Gefechten. Ja, und habe mich hier in Himmelsdorf dazu entschieden, hoch auf den Hügel zu fahren. Komischerweise, wie eigentlich immer in den Spielaufzeichnungen, in den Replays, wird der Motorensound hier nicht dargestellt. Gut, kann man verschmerzen. Ja, mein Plan war oben auf den Hügel und dann ja, unterhalb des Kirchturms da oder der Burg, so auf F8, E8, die anderen in Empfang zu nehmen, die da denn kommen. So, und jetzt hatte ich aber erstmal gedacht, vielleicht fährt der Rheinmetall-Panzerwagen hier noch ums Eck. Leider tut er mir den Gefallen nicht. Gucken, der Minotauro, wie gesagt, mit der Rohrneigung. Sollte das machbar sein? Und siehe da, geht tatsächlich. Jetzt habe ich nochmal versucht, ob ich ihn nochmal kriege. Aber dann ist natürlich da unten auch die Ruine, das Häuschen davor. Dementsprechend war da tatsächlich gar keine Möglichkeit mehr. Das Objekt 705A. Nein, fährt auch nicht vor. Der Rheinmetall bleibt auch versteckt. Also war die nächste Option gucken, was können wir hier auf den T110 machen. Nichts. Also habe ich mich dazu entschieden, erstmal hier tätig zu werden. Der 121 kriegt eine. Und dann hat der STB, also mein Pendant, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Erster Fehlschuss. Zweiter gebounced, also auch keinen Schaden gemacht. Sagen wir mal wieder ein Fehlschuss. Da der dritte Fehlschuss läuft. Jetzt habe ich getroffen, er mich aber auch. So, dann ist er raus. Drei Fehlschüsse, da haben wir schon mal ungefähr 1000 Schaden liegen lassen. Jetzt fährt da einer quer übers Feld. Das war auch was für mich. Erstmal drankommen. Da ist er. Oh, danke. Er bounced bei mir. Nochmal dran komme ich nicht, aber da fährt einer quer. 705A hatten wir eben schon gesehen. Nehmen wir ihn jetzt nochmal ins Visier. Und er fährt schön weiter. Schaffen wir es da auch nochmal. Ah, ganz knapp nicht. Vierter Fehlschuss. Abpraller, fünfter Fehlschuss. Okay, jetzt waren hier unten in der Gasse 1, 2, 3 ganz viele. Also wollte ich da mal ein Auge nehmen. Jetzt aufpassen, dass mich mein Mitspieler hier nicht runterschubst. Sechster Fehlschuss. Jetzt fahren sie ins Cap. Jetzt liegen wir auch zurück. 6 zu 7. 6 zu 8. So, jetzt dachte ich, hier unten, oder von hier oben, die Gasse da unten beschießen zu können. Also, das wusste ich, nicht dachte ich. Aber leider steht da keiner mehr im Cap. Also mussten wir uns umorientieren. Vielleicht die, die da hinten durchfahren. Wenn sie denn durchfahren. Nein. 7 zu 9, wir liegen immer noch zurück. Wie gesagt, 6 Fehlschüsse, davon 2 gebounced. So, jetzt war mir klar, da könnte einer durchfahren. Warum sollte derjenige das machen? Eigentlich
Unwahrscheinlich. Jetzt stehen wieder zwei Mann im Cap. So, siebter Fehlschuss. Kriege ich keinen Schuss mehr drauf. Klar, da sind die Häuser wieder dazwischen. Badger tut mir nicht den Gefallen, fährt nochmal zurück. So, oben der Leopard ist ziemlich isoliert. Dem ist auch nicht mehr zu helfen. Dem wurde schon mehrfach gesagt, er soll zurückkommen. Gut, will mehr Bier, nimmt ihn dann raus. Jetzt war der Plan auf den VZ. Er tut mir den Gefallen und fährt auch weit genug zurück. Jetzt bin ich selber gespottet. So, fährt er noch weiter. Ich habe drauf gehofft. Ja, wen nehmen wir den? So, da hat er noch einen gekriegt. So, 9 zu 11 immer noch liegen wir zurück. Aber der Stritzwagen Badchat jetzt in der Gasse. Also mussten wir die Position wieder verlagern. Die drei im Norden immer noch im Blick. So, da geht der nächste von uns raus. 9 zu 12. Kein Schussfeld. Da, achter Schuss nicht getroffen. Und wieder kein Schussfeld. Jetzt steht hier unten der T-110. Ich kriege eine vom Stritzwagen. Wissen wir also auch, wo er steht. Klar, war ja auch offen. So, jetzt musste ich mir was einfallen lassen. 3.500 Schaden haben wir schon. 9 zu 12. 10 zu 12. Sehr gut. Rino Choronte nimmt den VZ raus. Oben in meinem Rücken ist ein Schuss eingeschlagen. Das heißt, irgendwer ist auf den Hügel gefahren. T-110 konnte es nicht sein. Jagd-E ist zu langsam. Ich habe mit dem VZ gerechnet. Jetzt habe ich gedacht, hier steht der T-110. Nein, steht da nicht. Hat mich nicht erwartet. Da taucht hinter mir der VZ auf. Schnell rum. Er schießt nochmal vorbei. So, und jetzt dachte ich, vielleicht hat er alle beide raus. Ziehe ich mal vor. Er schießt nicht. Ich treffe. Sehr gut. Damit ist er One-Shot. Aber er zieht sich weiter zurück. Warum soll ich da hinterherjagen? Sah ich jetzt keine Veranlassung. 10 zu 12 steht's. So, die 2 gegen die 3 auf der Dreierlinie. Gut, einer gegen 3. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Er tut mir den Gefallen, fährt er durch. Erster Kill. Jetzt dachte ich, der T-110 steht hier. Objekt 277 pinkt mich die ganze Zeit an. Weil er da jetzt draufgegangen ist, bin ich natürlich wahrscheinlich schuld. Da ist der VZ. Schieße ich vorbei. 9. Fehlschuss. Und ich werde die ganze Zeit angepinkt. Und gepinkt und gepinkt und gepinkt. So, jetzt musste ich mich vorsehen. Stritzwagen. So, ich bounce. 10. Fehlschuss. Er bounce Gott sei Dank auch. Relativ weit unten anzielen. 2. Kill. Sehr gut. 2 gegen 3. Leider ein T-110 jagt eh. Wenn ich jetzt hier rechts abbiege, komme ich da nicht in die Gefahr, war mein Gedanke. Jetzt dachte ich, der jagt eh kommt entgegen. Objekt 277 hat die linke Maustaste entdeckt und pinkt überall an. Pinkt natürlich da, wo der jagt eh das letzte Mal gespottet war. Sehr hilfreich. Aber jetzt war mein Gedanke, 1429 Lebenspunkte hat der Gute noch. Mit dem Rino Ceronte hier den Jagd-E anzugehen. Wenn der einmal einen rausgehauen hat. Ah, leider auf die Seite. Nicht getroffen. 11. Fehlschuss. Einer steht im Cap. Der VZ, wie gesagt, ist noch ein One-Shot. So, Rino Ceronte schafft's. Sehr gut. So, jetzt pinkt hier wieder unser Objekt ins Cap. Sieht ja keiner, dass da einer steht. So, den machen wir. Sehr gut. Rino Ceronte geht raus. Jetzt bin ich alleine gegen 2. VZ ist One-Shot. Das ist ja bekannt. Habe ich ja selber für gesorgt. Objekt 277. Kill VZ first. Danke. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. So. Gebounced. 11. Fehlschuss. Aber jetzt. 11 Fehlschüsse. Wären auch 3000 Schaden, ne? So grob. So. Jetzt gibt er wieder hilfreiche Hinweise. Also mir war klar, ich bin gespottet. Ich habe angedeutet, ich fahre zurück. Warte, bis ich zugehe. Und musste mir jetzt was einfallen lassen. Er steht im Cap, tut mir den Gefallen. Und zeigt mir das noch an. Also war mein Gedanke, ich überrasche ihn von seiner rechten Seite.
Also wollte ich durch die Mitte fahren, genauso ungefähr wie das Objekt 27 das jetzt anzeigt. Basisverteidigung auch, sehr guter Hinweis, danke. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. So, ich wollte jetzt hier rechts abbiegen, da steht er nicht, und dann durch die Gasse, damit ich mich von da ranschleichen kann. So, er 726 Lebenspunkte. Ich kann mir ruhig einen fangen von ihm. Mit viel Glück auch zwei, aber da wollte ich mich nicht drauf verlassen. Da ist er. Erster Schuss sitzt. Jetzt fange ich mir einen. So, und jetzt lade ich zu langsam nach. Ich muss auf seine Seite schießen. Kriege es nicht ganz hin. Schieße, gebounced. So, fange ich mir den zweiten. Jetzt um ihn rum. Mit Auto-Aim wieder gebounced. 13. Fehlschuss. Jetzt muss ich schneller nachladen. Sollte klappen und unten an der Wanne anvisieren. Zack, da ist er raus. Ja, 13 Mal gebounced. Wären ungefähr 3.900 Schaden, ne, wenn man das addieren würde.